Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies 82 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch und ich bekam ein Paket von Film Arena. Juhu! Und mal schauen, was da Schönes drin ist. Und wir machen mal auf und da müssten eigentlich alles durch zwei Fullfilms drin sein. Von einem und demselben Film. Ach, na. So, und jetzt haben wir mal hier. Mal gucken, was da schon enthalten ist. Und es sind, ja, Bollinger Set. Es ist Maze Runner. Die beiden Full Slips. Cover, Full Slip Nummer A und Full Slip Nummer B. Ja, und ja, ich weiß, ihr werdet euch fragen, wann kommen da denn die Sammelbestände dazu? Und ich kann euch nur sagen, es wird bald kommen. Aber ich kann noch nicht versprechen, wann. Und noch eine weitere kleine Niederlage für euch. Ich bekomme auch bloß Edition 2. Also Edition 1 werde ich nicht bekommen, die auf 4 Stück limitiert ist, sondern nur eben das zweite. Und leider kann ich nichts dagegen machen. Er hat keiner mehr übrig und von daher ganz große Sorry. Es ist einfach nicht möglich. Ja, wir packen erstmal hier aus. Und wie gesagt, Sammelbestand kommt auf jeden Fall demnächst zu euch. Und habe ich auch schon versprochen, ich muss erst ein wenig planen, da ich recht viel um die Ordnungszeit habe. Und da haben wir einmal das Full Slip Cover A, was auf 5 Stück limitiert ist. Und einmal das Cover B. Und das schaut so aus. Mit einem Lenticular-Effekt dabei, wo etwas schwach ist. Und eben das gibt es noch, ist auf 1000 Stück limitiert. Und wie gesagt, das wird auf jeden Fall bald als seine Bestellung bald geben. Ja, und ich würde mal sagen, wir räumen erstmal die ganze Folie hier auf. So, erstmal weg das Zeug. Und wir machen jetzt erstmal daraus zwei Videos. Einmal das Full Slip Nummer 1 und einmal das Full Slip Nummer 2. Damit es so extrem lange geht. Und wir fangen eben an mit dem Full Slip Nummer 1 von Maze Runner. Und das Covermotiv schaut hier richtig stark aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und passt auch wirklich klasse auch zum ersten Teil von Filmarena Edition, auch mit dem Labyrinth drauf. Und ja, ist wie gesagt auf 500 Stück limitiert. Mein Nummer ist ja schon bekannt, 229. Und ja, würde mal sagen, wir machen erstmal auf und dann gucken wir uns das mal an, was denn alles Schönes enthalten ist. Und irgendwie ist es wieder extrem schwierig aufzumachen. Wie immer. Und da haben wir jetzt erstmal so, oh leck, Limitierungskarte. Und hier haben wir einen Glanzeffekt und ein, so einen Rauscheffekt mit dabei, richtig cool. Das ist alles, alles so grieselig und natürlich hier das Labyrinth ist hier hochglänzend. Auch Maze Runner ist hier rausgestanzt und glänzend Effekt. Und hier eben fühlt sich an wie eine Wüste. Auch hier oben geht es dann weiter, ebenfalls mit Prägung und Glanzeffekt, so wie auch hinten. Das Labyrinth ist komplett glänzend und auch leicht erhaben, also richtig stark. Und hier unten ist noch die Limitierungsnummer 229 von 500 Stück. Ja, dann gibt es noch die Limitierungskarte, natürlich das Deckmotiv ist so ähnlich wie auch schon das Rückseite vom Full Slip. Und wenn man jetzt hier eben die Limitierungskarte abmacht, haben wir einmal dieses Bild zu sehen, der Limitierungsnummer ist vorne drauf und hier die Rückseite schaut so aus und jetzt gehen wir es gleich wieder fest. So, sehr schön, sehr schön. Und jetzt schütteln wir mal das kurz raus. Das D-Book ist ja schon bekannt, das D-Book gibt es oder gab es auch bei Müller zu kaufen, bei uns hier in Deutschland natürlich, hier in, bei der Filmarena gibt es keinen deutschen Ton dazu. Und hier haben wir dann das Booklet und auch das schaut cool aus mit diesem kleinen verbrannten Effekt mit dabei, richtig stark und auch hinten ist es fürs Weitergeführt wirklich richtig stark. Und jetzt würde ich mal sagen, tun wir die Kamera umstellen und gehen wir ins Eingemachte. Let's go! Ja, und jetzt sind wir hier in der Ego-Perspektive und wir gucken uns mal eben das Booklet an von Maze Runner und das schlagen wir jetzt mal hier auf. Natürlich ein sehr dickes Buch dabei. Und hier beginnt es eben,
So schaut's aus. Der Film hat mir jetzt nicht so gut gefallen wie jetzt der erste Teil. Der ersten fand ich besser. Den fand ich etwas langatmig, aber Geschmäcker sind wie bekannt immer verschieden. Und dann schlagen wir hier mal weiter auf. Und hier geht's dann weiter. Hier sind sie schon in der Brandwüste. Natürlich ist das Buckel wieder extrem dick und natürlich auch wieder richtig stabile Seiten, wie man es eben von Filmerinnen so kennt. Und das Bild noch. Und irgendwie sind ja fast nur Folterbilder drin. Da wirst du gar nicht so viel gefoltert worden bei dem Film, glaube ich. Tja. Und dann haben wir hier die nächsten Seiten. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt gibt es noch ein paar Behind-the-Scenes-Fotos. Das hier zum Beispiel. Und diese hier. Und natürlich auch wieder sehr viele Seiten. Und hier eben noch ein cooles Make-up-Bild. Und jetzt hier eben die letzten Seiten. Hier wird auch mit Greenscreen gearbeitet. Und ja, das ist auf jeden Fall noch die Rückseite von dem Booklet. Und ihr seht hier schon ein richtig dickes Teil auch wieder. Und ja, Wahnsinn, richtig schön gemacht wieder. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Booklet zu The Maze Runner. Und jetzt werden wir mal dann noch das D-Book auspacken. Hier mit einer kein Lenticular-Bild dabei. Sehr schade, wirklich sehr schade. Das D-Book ist, wie gesagt, das gleiche wie auch das von Müller exklusiv, hat auch eine Prägung, ist nicht fingerabdruckgefährdet, also man kann es ohne Probleme anfassen, was ich jetzt auch mache. Und auch hier wieder eine Prägung, eben hier eben diese Feuer, die Flamme hier, wo es oben geht, und natürlich auch das Männchen ist hier geprägt. Auch der Überschrift hier und eine Rahmenprägung gibt es auch noch. Schaut sehr cool aus, aber das Backmotiv ist sehr langweilig. Und dann schlagen wir jetzt hier mal auf, meine Folien hält sich über fest. Ja, und da haben wir natürlich noch einiges an Material dabei. Und hier ist dann noch dann die Blu-ray. Auch das Innenmotiv ist etwas langweilig gehalten. Hier mit einer Flamme, wo nach oben steht, die man hier extrem schlecht sieht. Und da ist auf jeden Fall schon mal das Steelbook. Und jetzt haben wir hier noch ein Comicbuch, so wie ich es hier gelesen habe, Maze Runner exklusiv Comicbook. Und dann machen wir hier mal auf und gucken uns mal das Comicbuch genauer an. Und ja, das ist auf Englisch geschrieben. So schaut das Comicbuch aus. Und hier eben dann wieder Charakterkarten und die machen wir auch mal auf. Und da haben wir einmal Theresa und noch den normalen Namen, den ich aber nicht aussprechen kann. Und hinten drauf schauen die Kärtchen so aus, auch sehr schön verziert. Und dann der Newt. Der Gelly. Der Thomas. Und der Minho. Ja, das war es erstmal von den Charakterkarten. Und ja, so blöd wie es jetzt klingt, wir müssen mal die Kamera umstellen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Denn das Comicbuch wollte ich auch noch angucken. Und von daher schwenken wir die Kamera nochmal nach unten und let's go. So, und jetzt nochmal die Ego-Perspektive. Hier ist der Maze Runner exklusiv Comicbook. Und dann schlagen wir mal auf. Und hier geht es dann gleich los. Hier eben dann, wer es alles gemacht hat. Und hier geht dann das Comic los und wie gesagt auf Englisch, nicht Tschechisch, auch nicht auf Deutsch, sondern eben auf Englisch. Und das wollen wir jetzt erstmal
gar nicht haben, dass ich jetzt anfange, das zum durchzulesen. Und ich blätter jetzt einfach mal durch und schaue es euch einfach mal an. Anscheinend sind es mehrere Comics in einem Booklet. So wie das so ausschaut. Und ja, okay, das war das Comicbook. Und aufgeschlagen schaut es so aus. Auch sehr cool, ein zusammenhängendes Bild von der Rückseite. Echt cool. Ja, und jetzt nochmal ganz fix zurück zum Hauptschirm. Ja, das war das Comicbook von Maze Runner von der First Edition Nummer 1, die eben nochmal so ausschaut. Auch auf jeden Fall ein sehr schönes Teil, wie ich finde, richtig schönes Fussel. Wie gesagt, leider ausverkauft und bekomme ich auch nicht mehr, extreme Sorry. Aber jetzt gibt es gleich im Anschluss das zweite Fullstep noch und das werde ich euch bald als Sammelbestellung bestellen können. Schaut es euch an, wenn es euch gefällt, bestellt es euch, ansonsten lasst es bleiben, das ist dann komplett euch überlassen. Und ja, viel Spaß beim zweiten Video und jetzt bis demnächst, euer Fullstep 80, tschüss mit Ö.